dass Familien selbst kommen, das ist relativ wenig, dass die Familien mit so ein bisschen Druck von der Schule oder dass das Jugendamt irgendwie darauf aufmerksam geworden ist, Kita, Schule, vielleicht auch die Nachbarschaft. Das ist, glaube ich, so der größere Teil, dass es empfohlen wird, sich ans Jugendamt zu wenden und vielleicht eine Familienhilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann gibt es noch die Fälle im Kinderschutz, die auch über die Schulen reinkommen können, über anonyme Anzeigen, über die Polizei, die Einsätze vielleicht in der Wohnung hat und gesehen hat, das sind komische Zustände. Das sind auch eher wenig. Dann findet ein Gespräch mit der Familie statt, das kann im Jugendamt stattfinden, gleich mit der Sachbearbeiterin auch, oder man bekommt die Kontaktdaten der Familie und vereinbart einen Termin direkt in der Wohnung. Oder ist dann schon klar, wie das Kontingent der zur Verfügung stehenden Zeit ist? Also beschlossen wird es auf jeden Fall in der Hilfekonferenz. Manchmal werden Hilfen sehr schnell eingesetzt, weil vielleicht ein Bedarf da ist oder aus irgendwelchen Gründen passt es halt, dass man die Familie schon kennenlernt, hat aber noch gar keinen Auftrag an sich. Der wird dann später in der Hilfekonferenz noch ausgeführt oder festgehalten. Und dann gibt es so eine Art Zielvereinbarung? Ja, im Hilfeplan werden die Ziele für die Familie, für einzelne Mitglieder, auch für den Helfer, sag ich mal, worauf sollte der Helfer achten, oder auch für Institutionen geschaut, wie ist die Zusammenarbeit mit der Schule zu gestalten. Da gibt es zwei Unterscheidungen. Einmal die Hilfen im Leistungsbereich. Da unterschreiben die Klienten letztendlich die Ziele, die sie sich selber vornehmen. Also es wird gefragt, wo sehen sie die Probleme, was wollen sie ändern. Und dann gibt es die Hilfen im Zwangskontext. Das ist alles, was im Kinderschutz läuft. Da wird den Eltern ganz klar wird eine Auflage erteilt. Das und das hat so und so zu sein. Sonst passieren andere Maßnahmen. Die beiden Unterscheidungen muss man machen. Mit dem Leistungsbereich unterschreiben die Klienten. Und wenn da ein Ziel drin steht, womit sie nicht einverstanden sind, dann würden sie das nicht unterschreiben. Und in dem Zwangsbereich müssen sie unterschreiben. Da unterschreiben sie dann auch notgedrungen. Ja. Weil sonst vielleicht die Auflagen gleich ist, die Kinder werden aus der Familie genommen oder es gibt ja verschiedene Bereiche von Kinderschutz. Es kann eine vermüllte Wohnung sein, wo man relativ schnell sieht, okay, es passiert was. Das ist auszuhalten oder durch Kontrolle zu erledigen. Es gibt andere Sachen, die einem ein bisschen näher gehen. Also da hat, glaube ich, jeder eine andere Wohlfühlatmosphäre. Dem einen macht eine vermüllte Wohnung jetzt nicht so viel aus wie dem anderen. Bei Schlägen ist das, glaube ich, was anderes. Da wird auch stärker kontrolliert und man ist da, man kann da auch relativ schnell sagen, okay, es klappt nicht, die Kinder müssen rausgenommen werden oder es ist immer schwer von außen zu sehen, wer hat was versäumt oder wurde überhaupt was versäumt. Wie hätte es anders laufen können? Das finde ich ist über die Medien relativ schwer rauszubekommen. Gedanken, dass einem das selber passieren kann, ja, die existieren und man versucht sich, oder das ist auch die Einstellung des Trägers, dass man beim Kinderschutz immer noch jemanden mit ins Boot holt. Also mir fällt was auf in der Wohnung, ich gebe das sofort dem pädagogischen Leiter weiter, sodass der informiert ist, dass wenn ein Polizeieinsatz kommt, dass man auf jeden Fall abgesichert ist, man hat es weitergemeldet. Das geht dann weiter ans Jugendamt und letztendlich ist das Jugendamt der Verantwortungsträger. Also wenn die über Kinderschutz Bescheid wissen und man eine Meldung macht, müssen die handeln. Wie ist das mit der zeitlichen Begrenzung? Da gibt es bei Hilfen im Behindertenbereich ist das generell ein Jahr und wird eigentlich immer verlängert, weil die Eltern einen Anspruch darauf haben, Hilfe für ihr behindertes Kind zu bekommen. Und in den anderen Bereichen, wo es um also die Paragraphen 30, 31 geht, da ist es immer ein halbes Jahr und dann wird geguckt, ist noch weitere Hilfe erforderlich, was wurde erreicht, muss man vielleicht ein bisschen umsteuern. Und das wird eigentlich auch immer nochmal verlängert und nach einem Jahr wird dann auch schon sehr kritisch geguckt, ist es überhaupt die richtige Hilfeform oder es kommt darauf an, wenn man einen guten Hilfeplan hat, mit guten Zielen, die auch wirklich zu erreichen sind und auch zu überprüfen sind, dann kommt man relativ weit, weil man nach einem halben Jahr sagen kann, das Ziel wurde erreicht, das Ziel war vielleicht nicht mehr so wichtig, das Ziel ist nicht zu erreichen und man wird dann einfach realistischer nach dem halben Jahr, wenn man das, also man überprüft es natürlich auch zwischendrin und schaut, ich glaube nach 6, 8 Wochen, gucken wir mal, ob das überhaupt so feststeht, ob es für alle Beteiligten noch das Richtige ist. Also das Richtungsziel ist das obergeordnete Ziel, es könnte sein, der Junge
Ziel könnte sein, für die Mutter beispielsweise, sie achtet darauf, dass er pünktlich ins Bett geht, gut ausgeschlafen ist am nächsten Morgen. Für den Jungen, ich gehe zur Schule. Mhm. So. Und dann muss man halt schauen nach 6 Wochen, wenn der Junge wirklich das Interesse hat, oder was, warum geht er nicht zur Schule? Vielleicht kommt raus, dass er wirklich gar keinen Bock auf Schule hat, sodass das Ziel dann nicht zu erreichen ist. Wenn der Junge sagt, ich will eigentlich gar nicht, hätte man vielleicht eher das Ziel vereinbaren können, man klärt die Schulsituation des Jungen. Das wäre dann in dem Sinne ein besseres Ziel gewesen, was vielleicht auch zu erreichen gewesen wäre. Also es gibt da schon Ziele, die liest man immer wieder und denkt, ja, das wäre schön, wenn er zur Schule geht, aber wenn es nicht sein Ziel ist, dann macht es nicht. Aber in der Situation ist es oftmals so, dass man sich mehr vornimmt, als man schaffen kann. Oder mehr nahegelegt bekommt, vielleicht auch. Ja, das auch. Zum Teil auch, dass die Eltern dem Jungen das Ziel überhelfen wollen, er geht zur Schule, aber selber noch gar nicht realisieren, wo ihr Anteil dabei ist. Mhm. Ja? Und das kann dann halt sein, dass man im Laufe der Hilfe den Eltern immer mehr bewusst macht, dass sie was ändern müssen, dass sie auch eine Verantwortung daran tragen und dass das dann natürlich nicht mehr so angenehm ist für die Eltern und sie dann da nicht mehr mitmachen wollen. Also die Eltern hätten es ganz gerne, dass man wie ein Arzt kommt und dass das kranke Kind geheilt entlassen wird. Sehr häufig. Ja. So beginnt es häufig. Und dann versucht man die Sicht darauf zu legen, dass das System Familie vielleicht in eine Schieflage geraten ist oder zu schauen, wer hat welche Anteile und wer kann was verändern. Und nicht nur, dass der Symptomträger, das Kind als schwächstes Glied geheilt wird. Es gibt Einzelfallhilfen, die beziehen sich direkt auf die Kinder. Da trifft man mit den Eltern eher Absprachen. Das passiert häufig im jugendlichen Alter, wo mit der Familie eh nicht mehr so viel, also wo die Jugendlichen auch eher raus wollen, andere Interessen haben. Da hat man viel mit den Jugendlichen zu tun. Bei den Familienhilfen ist es so teils, teils. Man macht doch viele Termine mit den Kindern, einfach um auch da ein Vertrauensverhältnis herzustellen und dann aber doch sehr viel auch Elterngespräche, Elternberatung. Ist der Familienhelfer jemand, der jetzt aufräumt für die Familie bei einer vermüllten Wohnung? Oder? Ja, es kommt drauf an. Also in einer akuten Situation, um vielleicht eine konkrete Gefahr abzuwenden, würde man das machen. Man kommt in eine Wohnung, wo irgendwie Putzmittel rumstehen oder da würde man schon nicht nur sagen, räumen Sie mal bis zum nächsten Mal auf, sondern schon gucken, dass das auch passiert und noch im Beisein passiert. Würde ich zumindest so machen. Prinzipiell soll die Hilfe ja aber so sein, dass man sich selbst überflüssig macht. Also wenn man den Leuten was aufräumt, lernen sie es ja nicht. Vielleicht lernen sie es nie, dann müsste man schauen, ob vielleicht eine Putzhilfe engagiert werden kann oder so von der Familie. Ja. Man macht schon mit. So. Haben die Eltern denn sozusagen informelle Netze manchmal, mit denen sie auch über ihre Probleme reden können mit den Kindern? Auch sehr unterschiedlich. Es gibt Familien, die sind sehr auf sich bezogen und lassen so keinen rein und lassen auch wenig Informationen raus. Und dann gibt es Familien, die funktionieren so eigentlich ganz gut, aber haben irgendein kleines Problem mit dem Kind und können sich das so nicht erklären oder sehr unterschiedlich. Der Erfolgslevel hängt eigentlich ab von dem Ziel. Genau, es geht konkret um die Erreichung der Ziele. Wenn man Ziele nicht erreicht, heißt es ja nicht, dass irgendwie die Hilfe schlecht war, sondern dass es vielleicht die falschen Ziele waren. Oder es ist wirklich um was ganz anderes.